Was könnte Wumbas Verwandlung der zweiten Welt sein? Springen wir in ihr verzaubertes Becken und finden es heraus. Dies ist ein Detonator. Wumba, das nennen Detonator. Du linken Stick betätigen, um dich zu bewegen und drücken X, um zu ausführen Selbstzerstörungsattacke. Und das ist uncool, weil das zieht Energie ab. Nun, ist ja auch auffällig, dass Mumbo in Banjo-Kazooie uns vorwiegend in, ja, lebendige Sachen verwandelt hat, also in irgendwelche Tiere, ein Kürbis ist jetzt auch, lässt sich drüber streiten. Und Wumba in Banjo-Tooie verwandelt uns vorwiegend in mechanische Sachen. Ja, nicht unbedingt was Lebendiges, oder sie macht diese Dinge lebendig. Wir haben das jetzt zerstört und hier ist die Kanarienkaverne. Da werde ich das auch mal aufsprengen. Hier drüben, kannst du mich aus diesem fürchterlichen Dilemma befreien? Wer bist du überhaupt? Ich bin Kanarienkala. Ich wurde immer vorausgeschickt, um die Gänge auf Gas hin zu überprüfen. Wenn ich gestorben wäre, hätte man gewusst, dass es nicht sicher ist. Nett, ich kann mir schönere Jobs vorstellen. Die haben mich zurückgelassen. Ich fürchte, ich mache es nicht mehr lang. Keine Bange, Kazooie wird deinen Käfig aufbrechen. Wenn es sein muss. Ja, es geht auf verschiedene Arten und Weisen. Ich benutze jetzt die Selbstzerstörung mit Schaden. No, ich bin frei. Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Es ist ja kein Kanarienvogel. Es ist wirklich eine alte Frau. Also ich sehe es jetzt auch in der HD-Version erst, dass der Mund so faltig ist oder verschrumpelt. Das ist kein Kanarienvogel. Da hat einfach jemand ordentlich einen an der Klatsche. Und das Fiese ist, diese hässliche Gestalt wird uns ganz schön fordern. Nicht jetzt, am Ende des Abenteuers. Ich freue mich drauf. Nicht. Ja, unsympathisch, also wirklich hässliche Gestalt. Die haben keinen echten Vogel hingekriegt. Rare kann keine Vögel entwerfen, nicht wahr, Kazooie? Spaß. Haben wir hier noch irgendwas? Die Rare-Kiste geht nicht. Da sind aber auch nur Federn drin. Schwören können? Irgendein Geheimnis gab es hier noch. Ich muss aber auch raus, ne? Ah, da ist noch eine Rare-Kiste. Moment. Da muss ich gerade nochmal hin zurückkehren. Eigentlich kann Detonator sich nicht selbst in die Luft sprengen wie ein Voltoball. Aber... auch nur Federn. Was soll denn der Quatsch? Eigentlich zündet der ja nur Sachen, wie wir es gesehen haben. Exakt hier. Was noch? Muss überlegen, wo wir überall was zünden müssen. Wir haben gesehen, in der Nähe des Schredderschuppens. Ansonsten würde ich bei Mumbo erstmal lang gehen. Hinten. Yeah. Man will ja nichts übersehen, aber das fällt halt recht schwer bei so großen Welten, die auch noch so verzwickt sind. Also ich muss schon zugeben, dass die Klunkertluftmine eine der verzwickteren Welten ist. Nichts über die Grunty GmbH an dieser Stelle, in dieser Situation. Ich gehe jetzt mit ihm mal rein. Also der Jinjo, die Tür kriegt man nicht auf. Oh, er springt so schlimm. Warum die Zellen miteinander verbunden ist, das kannst du mir auch mal irgendwie erklären. Mir scheint das nicht sehr sinnvoll zu sein. Alles klar. So, ich gehe mal noch weiter. Das kam aber von der anderen Seite, ne? In diesem Tunneltrakt. Da waren wir. Da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Na, okay, das geht klar. Train Station. Ne, da ist nichts für den Detonator. Das ist ja nur relativ wenig, ne? Was der zu tun hat.
Da sind wir wieder bei Mumbo Jumbo. Mambo Jumbo. Mambo Number 5. Ja, ich würde jetzt ungern was verpassen, ne? Da habe ich halt auch keine Übersicht drüber, bin ich ganz ehrlich. Hier war noch was. Aber ich glaube, das ist halt auch nur irgendwie ein Shortcut oder so. Also es ist nicht so, dass jetzt dahinter was liegt. Ist auch einer der... Moment, Moment! Oh, mir fällt was ein. Wo ist das denn? Mir fällt noch was ein. Wo war das denn, Alter? Wir müssen noch was in die Luft sprengen. Dann war das hier am Ende des Weges. Mein Entry. Oder? Ich weiß noch eins. Nein, das ist es nicht. Das ist hinter Kanarienkala. 1 und Ausgang der Welt. Das ist hinter Kanarienkala, Digga. Fuel Storage. Aus irgendeinem Grund dachte ich, das ist halt das jeweilige Anfang und Ende der Schienen. Sowohl der Bahnhof als auch das Benzindepot. Das ist gut, dass ich hier noch dran gedacht habe. Da stecken außerirdische Besucher drin. Pieps, ich bin in dieser Mine eingeschlossen, weil der Tunnel blockiert ist. Pieps. Ja, dann entblockieren wir das doch mal. Block auf YouTube aufgelöst. Dülle, 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 dülle. Ist aber noch nicht das Ende der Reise, dieser interstellaren Kiste. Aber das Ende des Jobs unseres Detonators, wa? Ich glaube, wir können mit dem Detonator nicht dahin gehen. Macht aber auch nichts, da stehen die auch nur vor einem verschlossenen Tor. Gut, dann verwandeln wir uns zurück. Ist gut für Kanarienkala, den Jinjo, den Shortcut, die Aliens. Ja. Das wär's dann auch im Großen und Ganzen. Den brauchen wir nie wieder. Dann würde ich doch mal sagen, bringen wir Kanarienkala erstmal hinter uns. Die will nämlich ein Wettrennen machen. Auf der Draisine. Hallo, Kanarienkala. Warum bist du immer noch hier unten? Meine Flügel sind immer noch ein bisschen steif vom Herumsitzen im Käfig. Wie wäre es mit einem Rennen, um sie zu lockern? Auf dieser alten Draisine? Vorhin war sie noch kaputt, ganz sicher. Stimmt, aber ich habe sie repariert und auf die Schienen gesetzt. Du bist recht erfinderisch für einen alten Vogel, nicht wahr? Ich versuche mein Bestes. Spring herauf, wenn du Lust auf ein Wettrennen hast. Klingt nicht übel. Was müssen wir machen? Drück einfach X so oft du kannst, um die Draisine anzutreiben. Fertig, 3, 2, 1, los. Ich fang ganz entspannt an, ne? Also Button-Smashing ist gefragt ohne Ende. Und obwohl ich wirklich sehr zärtlich drücke, ich kann mich kurz präsentieren, also schlecht in die Kamera halten. Und der Greenscreen frisst meine Hand auf, weil meine Hand ist auch zu grün. Länger nicht gewaschen, wa? Also ich betätige einfach nur den X-Knopf in aller Seelenruhe und hänge sie sogar noch ab. Aber es gibt halt leider insgesamt 4 Rennen und der Schwierigkeitsgrad steigert sich permanent. 4 Rennen? Ja. 2 hier in der zweiten Welt und 2 in der achten Welt, der letzten regulären Welt. Guck, wie langsam Banjo. Guck,
Gut, jetzt versuch's aufzuholen, dann mach ich mal ein bisschen schneller hier. Button Smashing Races. Die sind's. Die wollen, dass dir irgendwann die Puste ausgeht. Hier noch nicht. Ich gebe mir jetzt auch nicht groß Mühe, weil es einfach nur Energieverschwendung ist, wenn man sich da wirklich auspowert. Aber bitteschön. Ich glaube, wir haben dich besiegt. Nun, dann könnt ihr dieses glitzernde Ding haben, das ich fand, bevor ich in den Käfig gesperrt wurde. Ist es ein Puzzle? Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich steckte tagelang unter meinem Flügel. Pfui! Ich weiß nicht, ob wir es dann noch haben wollen. Igitt, igitt. Das war ein nettes Rennen. Und wie? Langsam fühlen sich meine Flügel besser an. Sollen wir den Weg zurückjagen? Hüpf auf die Dreiside, wenn du glaubst, mich nochmal schlagen zu können. Also wir sind jetzt auch wirklich am anderen Ende, ne? Das ist halt der Witz, ne? Kurz vorm Bahnhof. Na dann los, Runde 2. Fertig, 3, 2, 1, los! So, und jetzt muss ich halt ordentlich auf die Tube hauen. Der Witz an der Sache ist halt, bist du besonders gut, ist der Gegner auch besonders gut. Bist du lahm, dann ist auch der Gegner lahm. Aber die lässt sich nicht ellenweit abhängen. Das ist das große Verhängnis in der achten Welt. Wenn du halt dich total auspowerst und am Ende nicht mehr kannst und die ist halt permanent dann gut quasi. Komm schon, Ollerbär! Ich meine, den Architekten könnt ihr auch verprügeln. Wer hier für das Schienenmanagement verantwortlich ist, für den Verlauf, das hätte ja auch irgendwie... Obwohl, es kommt überall dran vorbei, ne? Ich glaube, scheiße. Es ist einfach, ja, du kommst halt, kannst die Sachen rüberschicken, wie du willst, ne? Jede Station wird angesteuert. Die Leute im Schuppen können Steine drauflegen, die vom Bahnhof können wir drauflegen und dann, wups, naja. Aber ohne Weichen und so ist es ein bisschen schwierig zu managen, fürchte ich. Wir haben zweimal gewonnen, Carla. Vielleicht möchtest du dieses Stück Papier als Preis? Ich steckte in meinem... Nein! Ich will nicht wissen, wo es war! Ich glaube, ich war jetzt lange genug in dieser düsteren alten Mine. Ich werde durch die Wolken jagen. Tschüss, Freunde. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Es steckte in ihrem... In ihrem was? Wo steckte es? Oh, die Dreisine ist jetzt wieder kaputt, ne? Oh. Als nächstes geht's hier oben lang. Wir machen diesen Bereich. Vogelhaltung! Dynamitdepot Eingang. Hier gibt's einen Move in der Ego-Perspektive. Ein neuer Move für die Federtante! Denn ihr Schnabel ist eine echt harte Kante! Böse Buben wissen, das wird nicht ihr Tag! Drück einfach X und sie kriegen einen Schlag! Das ist dann alles! Weggetreten! Ja, das funktioniert so, ne? Attackieren. Aber was ist hier los? Goldbarren Bill? Ihr habt die Pixar-Tage gelernt, was? Allerdings, Partner. Nun, vielleicht könnt ihr mir helfen. Eine gemeine Bande Dynamitstangen ist geflogen und sorgt meine Mine in der Luft zu reagen. Keine Sorge, wir gehen da rein und blasen sie weg. Nein, wenn ihr schießt, fliegt alles in die Luft. Du musst sie irgendwie entschärfen. Noch irgendwas? Ja, du musst schnell sein. Sobald du erste entschärft, starten die anderen ihren Detonationstimer. Ich habe ja gesagt, dass ich mich sehr gut auskenne in Tagizans Tempel. Das hier kenne ich auch, aber das ist schon fies. Schwierigkeitsgrad mittel, schwer und sehr schwer gibt's. In der sechsten Welt werdet ihr die schwierigste Herausforderung haben mit der Schlacke. Aber auch das hier gilt es nicht zu unterschätzen.
Es sind noch 13 Stangen übrig. Ich versuche erstmal oben zu bleiben, würde ich sagen. Ja, man findet dann eine irgendwie ums Verrecken nicht, ne? Hier fehlt eine, aber du weißt nicht welche. Weil du läufst auch ein bisschen kreuz-quer. Die Level sind halt auch so designt, dass du kreuz-quer läufst. Das ist halt auch so eine Sache. So, mit dem Move wird entschärft, ne? Ist klar. Aber ich habe schon mal gute Sackgassen abgehakt. So wie hier unten und da oben die eine, ne? Aber das heißt nichts, ne? Am Ende bleibt eine übrig und du guckst blöd. Ich treffe auch nicht. Das liegt alles am Super Banjo-Cheat. Der wird mir sowieso noch den Hintern aufreißen. Das kostet Zeit. Zwei. Hier gibt es irgendwo einen Weg nach oben. Den müsst ihr. Okay, wenn ich die schon mal sehe. So, und ihr könnt euch dann auch auf die Geräusche verlassen. Aber wir haben noch 111 Sekunden, was? Irgendwo hier geht's hoch. Ich habe eine gehört. Hier geht's hoch. So, nur noch eine und 90 Sekunden Zeit. Ich muss mal lauschen, Leute. Die hatte ich natürlich schon. Das ist halt eine, die man gern vergisst. Es gab doch noch so einen langen Gang. Den hier? Da! Hier war ich noch nicht. So tief sind eure Schuld, Partner. Wie tief? Reden wir hier von einer Belohnung? Nun, ich habe nur dieses Goldklümpchen. Das könnt ihr aber haben. Ja, das ist jetzt auch so eine Ecke, die man gern vergisst. Die ist zwar ein bisschen gekennzeichnet, dadurch, dass es ein bisschen grün vermodert aussieht. Aber da habe ich mich auch erinnert. Ist auch relativ nah am Eingang, wie ihr seht. Ein Gebiet, wo man sich schnell verlaufen kann. Und ich habe jetzt das letzte wirklich länger gesucht. Die Zeit hat aber noch gereicht. Ich bin sehr dankbar. Auch das wartet noch mit einer Extreme Hard Version auf uns. In einer späteren Welt. Also die Schlacke ist wirklich kein Spaß. Aber vielleicht haben wir da ja diesmal Glück. Jetzt muss ich mir überlegen, was noch fehlt überhaupt. Nichts. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir haben alle Honigwaben, alle Cheeto-Seiten, alle Globos, alle Moves. Es fehlt ein Jinjo. Ich habe euch den Jinjo gezeigt. Der ist auf diesem Wassertank oben. Ne? Habe ich gesagt, da kommt ihr von der vierten Welt hin oder mit Zeitbombeneier, die ihr in der fünften Welt bekommt. Und das letzte Puzzleteil, da braucht man diese Sprungschuhe dafür. Bei dem Wasserfall oder bei der Quelle? Das ist die Quelle, ne? So, und damit hätten wir die zweite Welt soweit beendet. Geil. Hätte ich jetzt noch gar nicht... Also ich bin jetzt logisch vorgegangen, habe überlegt, was fehlt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir alle Noten haben und so. Kriegt man ja nicht mehr gesagt. Kriegt man ja nicht mehr gebrieft, ne? Aber das ist eine runde Sache. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin stolz auf meine Leistung. Jawohl. Ja, ja, ja. Kann man schon stolz sein.
Wir haben ja auch die dritte Weltung geöffnet, ne? Und deswegen ab zur Pinienlichtung. Weil ich jetzt echt nicht weiß, ob ich jetzt schon dahin sollte. Es ist halt zu früh. Na egal. Öffnen wir diese Luke, sammeln diese Noten ein und lernen einen neuen Move von Jam Jars. Diese Eier explodieren wie Granaten! Zu sicherem Abstand würde ich dir raten! Sicherem. Entschuldigt. Ganz schön anstrengend, was? Du kannst sicher eine kleine Erfrischung gebrauchen! Das ist dann alles! Weggetreten! Oh! Die kann man jetzt aber... Es wird doch gerade aufgefüllt. Erzähl doch nicht immer so einen Klumbatsch. Hier geht es auch weiter im Wasser. Bei Kesui. Ein Move der... vierten Welt. Wir könnten uns um Geryll kümmern. Aber nein, wir gehen jetzt in die dritte Welt. Was hilft's, ne? Fangen wir an. Die dritte Welt ist ein Vergnügungspark. Der Hex-Hex-Park. Leider war der ja schon geschlossen, wie ihr gesehen habt. Er hat jetzt für uns wieder geöffnet. Wir dürfen keine Burger und Pommes mitnehmen. Merkt euch das. Hier haben wir Frau Boggy. Wir kennen ihren Mann aus Banjo-Kazooie. Hallo, meine Hübschen. Kennen wir uns, meine Dame? Nicht persönlich, aber ihr habt meinem Mann geholfen, als wir noch auf dem Freeze Easy Peak gewohnt haben. Ah, dann müssen Sie Frau Boggy sein. Wie geht's dem Großen? Ach, ein bisschen älter, ein bisschen dicker. Jetzt fährt er keine Schlittenrennen mehr, sondern sieht den ganzen Tag nur noch fern. So ein fauler Kerl. Naja, ich muss jedenfalls nach Hause. Ich habe mich mit meinen Kindern, Groggy, Soggy und Moggy, hier verabredet. Du hast nicht zufällig Interesse daran, sie zu suchen und herzubringen? Interesse? Was Mut, das Mut, würde ich sagen, ja. Was außerdem Mut ist dieser Burgerschalter. Ich leg ihn wieder auf den Grill. Die Kunden merken schon nichts. Ups, jemand hat den Schalter gedrückt. Big L. Ihr lebt und lebt. Du hast eine Zufallshonigwabe gefunden. Drücke X. Mit etwas Glück ist dein Energievorrat optimal aufgefrischt. Ich dachte, jetzt kommt die äußerste. Also ich verliere nur Energie dadurch. Ich zeige euch jetzt auch schon mal die Macht der Granateneier. So. Und dann lernen wir Big L doch einfach mal kennen. Ein Burger gefällig? Big L verkauft die besten Burger im Hex-Hex-Park. Bäh! Wie konntest du nur einen Job im Catering bekommen? Tja, ich weiß nicht genau. Ich habe früher Toiletten geputzt. Irgendwie ist mir der Appetit vergangen. Komm schon, probier doch mal. Ich habe noch ein paar übrig. Willst du? Vor allen Dingen, er hat ein Schild mit 1 von 4 Sternen. Sehe ich jetzt erst, nicht zum ersten Mal wahr. Na gut, dann rotzt und hustet er meinen Burger noch ein bisschen voll, bevor ich ihn nehme. Gib mir einen Hamburger, ey. Okay, Kleine. Der Burger kommt. Pommes dazu? Oh ja, bitte. Oh, schade. Ich hab nur Hamburger. Geh zum fettigen Joe. Was? Ich habe keine Hamburger mehr. Ich treib besser noch ein paar auf. Ich glaube, da ist einer genau unter deinem linken Fuß. Wo? Ich sehe keinen. Nur mal im Detail, ne? Dass er das an voll... Gesundheit. Dass er ein voll schmutziges Leibchen anhat, ja, das zeigt ja, dass er arbeitet. Aber die Nasenlöcher finde ich dann auch so geil. Also voll eklig.
Was steht denn hier? Hamburger von Big L. 100% Fleisch vom Nagetier, verfeinert mit einer synthetischen Käsescheibe. Vom Nagetier. Dann machen wir es. Ich gehe mal direkt zu Madame Crunty, eine Wahrsagerin. Aber wer ist sie wirklich? Ihre wahre Identität bleibt für immer verschleiert. Ein Geheimnis. Willkommen. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst extra Granateneier. Irgendwann bekommt man nämlich einen Cheat. Und für die 100% würde ich sagen, nehmen wir das nochmal in Angriff und nerven die so lange, bis wir den Cheat bekommen. Ist total random. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst ein paar Schellen. Das mag ich. Sie hat uns verprügelt. Willkommen. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst ein paar Schellen. Das mag ich. Es ist komplett zufallsbasiert und auch ob und wann sie ihr Zelt schließt. Deswegen würde ich da direkt hingehen. Tja, deine Zukunft also. Du hältst einige rote Federn. Hey, sie hatte recht. Wegen Renovierungsarbeiten ist Madame Crunty's Zelt vorübergehend geschlossen. Renovierungsarbeiten. Tritt ein und lass dir von Madame Crunty die Zukunft voraussagen. Allerdings sind wir vertraglich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass ihre Weissagungen nicht unbedingt positiv sein müssen. So, ihr habt den guten Big L kennengelernt. Hier gibt's Pommes vom fettigen Joe. Wer könnte der fettige Joe sein? Hier hinten ist der Schalter dafür und ich werde betätigen im nächsten Part. Nicht verpassen, Like da lassen und bis dann und ciao.